Wheat Afternoon Breakout. Eine der beiden Hauptstrategien in im Daytrading, in der Daytrading-Variante der Million-Dollar-Challenge und deshalb auch einzig und allein Teilnehmern der Million-Dollar-Challenge vorbehalten. Diese Strategie verkaufen wir nicht an Dritte, nicht an externe Teilnehmer. Die bleibt also lediglich für jene vorbehalten, die sie ohnehin schon handeln, die sie bislang als Blackbox handeln und die einfach verstehen wollen, was macht diese Strategie. Sie ist sehr zeitschonend, das ist eine Daytrading-Strategie, die sehr zeitschonend umsetzbar ist. Wir haben 5 Minuten Zeitaufwand vielleicht pro Tag. Die Strategie arbeitet nicht jeden Tag in dieser Variante, in dieser gefilterten Variante, hat einen sehr geringen Drawdown mit 6.000 Dollar maximaler Drawdown. Und was sie halt als Eigenheit hat, worauf man sich einstellen sollte, ist, sie hat ab und zu mal diese Plateaubildung, das haben wir jetzt hier auch erlebt, dass es mal so ein halbes, dreiviertel Jahr seitwärts läuft. Oder hier gab es auch mal eine Phase 2013, 2014, wo wir über 2 Jahre in einem Drawdown waren, weil es natürlich aber auch vorher tolle Performance-Jahre gegeben hat. Das sollte man sich also immer bewusst machen, wenn man eine Strategie nimmt, wie diese, die absolut nur vom Basiseffekt lebt, die keine Optimierungen drin hat, die keine Vorfilter drin hat, die keine zusätzlichen Filter drin hat, die keine einzelnen Wochentage ausschließt und so weiter und so fort, dann muss man mit diesen Plateauphasen, mit diesen Seitwärtsphasen in der Equity okay sein. Aber das Gute daran ist, wenn man mit diesen Seitwärtsphasen okay ist, dadurch, dass die Strategie keinerlei Optimierungen hat, ist der Basiseffekt unbelassen und unverändert belassen worden. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Strategie genauso in 5, in 10, in 15 Jahren noch funktioniert. Von daher eine Strategie, die sehr robust ist, die sehr einfach aufgesetzt ist, die sehr zeitschonend ist und daher auch absolut zu empfehlen. Und daher auch natürlich auch eine von den beiden ersten Strategien in unserem Million-Dollar-Challenge-Portfolio.